Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen hier zu einer kleinen Kartenvorstellung hier auf meinem Kanal. Heute kam ja die Queenlands raus und ich möchte die euch gerne mal zeigen, um zu gucken, was hier so alles gibt, was ihr am Anfang so habt, wie die Karte so aufgebaut ist und so weiter. Also wir fangen hier an dem Farmhaus an. Hier spawnt man ja am Anfang, wenn man die Karte öffnet. Und dann sieht man hier auf der Karte schon mehrere Symbole. Also wir haben hier zum Beispiel einen Hühnerstall am Anfang, einen Schafstall, einen Schweinestall und eine Kuhweide. Dann gehen wir mal hier gucken. Hier ist unser Hühnerstall, also die Hühnerweide. Genau, schön klein gehalten auf jeden Fall. Dann kann man hier die Tür öffnen. Genau. Dann kommt unser Kuhstall. Hier ist unsere Tankstelle. Kann man auch tanken gehen. Genau. Hier ist unsere Werkstatt bestimmt. Genau. Unsere Werkstatt. Dann haben wir hier einen Landini schon stehen. Dann haben wir hier den schönen Kuhstall natürlich. Den müssen wir dann. Oh, mit Fütterungsroboter sehe ich gerade. Oh, schick. Das ist schon gemacht, auf jeden Fall. Dann wird mich hier natürlich hier die Mischrationsfutter kommt hier hin. Also Mineralfutter für die Kühe. Und dann könnt ihr hier die Gülle holen. Ist ja klar. So, dann haben wir hier natürlich weiter zwei Hallen stehen. Diese haben den Vorteil, dass diese Fahrsilos sind. So, ist jetzt die Frage, bis wohin die gehen, ob die nur bis hier hingehen oder bis nach oben. Ich denke mal, die gehen aber nur bis in die Mitte. Das müssen wir mal ausprobieren. Hier ist noch Licht verbaut, sehe ich gerade. Genau. Und dann kommen wir hier zum zweiten Traktor, den wir am Anfang haben. Mit einem Schwader. Einen schönen 500er Fendt. Mit Frontgewicht und ein Schiebeschild. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Und hier haben wir hier noch einen Unterstand. Oh, da steht ein John Deere Drescher drin. Und ein Class Anhänger. So ein Startfahrzeug, völlig in Ordnung. Dann haben wir hier noch diverse Geräte, ein Horschocker, Scheibenecke, ein Ballenspieß und ein Flug mit Packer direkt und ein Frontgewicht noch dazu. Dann kommt hier, was haben wir hier Schönes? Hier ist unsere Schafweide oder Schafstall. Genau. Und dann kommt hier noch ein Schweinestall, sehe ich gerade. Also hier haben wir auf dem einen Hof sehr viel verbaut. Dann haben wir hier noch eine Halle stehen. Oh. Ein John Deere. 7810 mit Front. Umbau. Ballenpresse von Kuhn. Und dann natürlich ein Steinsammelwagen. Dann haben wir hier ein schönes Silo. Ein 800 plus 1000 Obi Silo. Aber das ist auch schon knapp gemacht hier mit dem Futter. Aber das geht. Hier ist halt unser Schweinestall drin. Hat schon mal auf jeden Fall. Hier haben wir noch. Oh, hier haben wir noch ein Fahrsilo. Okay, schön. Und hier haben wir ein paar Felder, Wiesenfelder. Auch schon wieder nicht gerade, sondern auch mehr berglich. Ein bisschen nach oben hier. Ja, natürlich Hafer drauf. Auch schon interessant. So, dann gehen wir mal hier runter gucken. Da haben wir hier noch einen schönen Marseille stehen. Frontmähwerke, Heckmähwerke. Ein Ballenauflöser, ein
Zetter, Düngestreuer, Miststreuer, Güllefass, Ladewagen. Auch schon alles, was man hier so braucht auf der Karte. Man hat schon was. Das ist schön auf jeden Fall. Und hier kann man hier runter gehen, sehe ich gerade. Was ist das denn? Und dann hat man hier noch eine Ladestelle. Ah, hier kann man anscheinend Wasser tanken. Ah, schick immer. Hier ist ein Trigger für Wasser, eventuell, glaube ich. Hat schon mal. So, dann guckt mal den Hof mal von oben an. Aber wie gesagt, das hier ist halt unser Schweinestall. Den haben wir schon so verbaut. Dann kommt unser Schafstall. Dann haben wir hier ein Fahrsilo, die Unterstände, ein Farmsilo, noch eine Lagerhalle. Dann kommt der Kuhstall mit Fütterungsroboter und die zwei Fahrsilos hier noch in der Ecke. So, dann haben wir natürlich diverse Felder am Anfang. Gucken wir uns auch mal an. Haben wir hier die diverse Felder am Anfang. 42, 43, 60, 61, 67, 58, 56. Und das wäre jetzt der Hof 1 zum Beispiel. Der eine Hof. Dann haben wir noch mehrere andere Höfe. Dann haben wir zum Beispiel hier oben den kleinen Hof. Das ist ein kleiner Hof, nur mit dem Schweinestall. Haben wir hier halt ein paar Unterstände für die Sachen zu lagern. Hier ist noch eine Lagerhalle. Hier haben wir noch eine Lagerhalle. Genau. Und hier ist noch ein Silo für Mais, Weizen, Gerste und Co. Brauchen wir ja für die Schweine. Und hier ist natürlich auch alles wieder verbaut. Das finde ich auch schon schön. Und dann haben wir hier natürlich die Straße. Hier ist eine Tankstelle. Dann kommt hier halt noch ein Farmhaus. Wenn wir hier rausgehen, ne? Und müsst halt beachten, dass Linksverkehr ist. So. Rot sein fahren, genau. Können wir hier öffnen? Ne. So, jetzt haben wir aber den Stall hier haben wir schon gemacht. Also hier ist halt nur ein kleiner Stall. Nur halt für Schweine oder so. Falls mal jemand nur Schweine machen will. Dann sieht ihr hier vorne die ganzen Felder. Wir haben hier ab und an viele Grasfelder dazwischen. Hier haben wir noch Felder, Grasfelder dazwischen. Gehen wir mal gucken. Und hier seht ihr ja schön, dass die Karte nicht eben ist, sondern hier runter geht. Ab und an mal. Und hier geht es noch weiter durch, sehe ich gerade. Hier haben wir auch mal ein paar Dekosteine hingestellt. Dekohallen. Was haben wir hier? Wir haben auch eine Halle, beziehungsweise ein Haus. Ein modernes Haus. Und die haben noch einen Unterstand, zwei, drei Unterstände, eine Wiese und so weiter. Dann kommen wir hier rüber. Dann haben wir hier ein Waldstück. Das kann man ja auch eventuell abholzen, wie man das möchte. Mitten durch den Wald fährt man hier. Und dann hat man ja hier die Hecken. Da kann man zum Beispiel hier so reinfahren. Kann man auch hier Holz machen. Geht auch. Also hier ist vieles möglich. So, dann kommen wir hier zu einem. Das ist die Mühle, glaube ich, die Sägemühle. Da könnt ihr halt Holz verkaufen. Gehen wir mal hin. Genau. Könnt ihr halt Holz verkaufen oder die Chips. Kriegt ihr halt auch ein bisschen Geld, falls ihr jetzt hier mal die Jagdschlüssel machen wollt oder so. Geht natürlich auch. Dann kommen wir hier hin zur BGA. Das ist eine größere BGA. Welche haben wir denn hier? Gehen wir mal kurz gucken. Die 500 kW BGA. Die kann man ja auch kaufen. Beziehungsweise die habt ihr am Anfang schon.
Hier seht ihr schon, was ihr darauf kriegt. Also zum Beispiel aus Silage, Gülle, Mist und Zuckerrübenschnitzel wird halt Gerste erzeugt. Ist ja ganz klar. So, dann habt ihr natürlich hier eine Waage als Anbau. Die wiegt natürlich eure Fahrzeuge. Und hier ist halt die Einfahrt dafür. Ist auch schon interessant gemacht. So, dann habt ihr hier noch ein Silo. Auch schon was. Sehe ich gerade. Könnt ihr halt noch Sachen lagern. Und ihr habt hier zwei Durchfahrsilos links und zwei Durchfahrsilos rechts. Also hier könnt ihr auch auf jeden Fall viel machen. Das sieht man ja von oben. Und habt ihr noch einen Steinbrecher für Kalk herzustellen, falls ihr mal Bock auf Steine habt. Und dann sind wir hier schon fertig. Dann kommt man hier rüber. Dann hat man hier einen Kuhstall, einen kleinen Kuhstall. Mit zwei im Prinzip Fahrsilos. Und ihr habt dann noch eine kleine Schafweide. Also ihr habt insgesamt drei Farmen. Eine Farm komplett mit allen Tieren fast ausgestattet. Das ist die nämlich in der Mitte knapp. Dann habt ihr nur eine Farm mit Schweinen und nur eine Farm mit Kühen und Schafen. Das könnt ihr euch aussuchen, wo ihr halt spielen möchtet. Ist ja klar. Und dann kann man auch ein Community-Projekt draus machen oder halt ein Hofprojekt, wie das halt so möglich ist. Genau. So, was haben wir hier? Genau, hier ist unten halt noch eine Kuhweide und ein Schafstall, der halt nur Schafe und Kühe machen wollte. Hier ist halt der große Stall. Und hier habt ihr natürlich, ich kann es vergessen, hier könnt ihr eure Tiere kaufen an dem Tierhändler. Hier könnt ihr nur Wasser kaufen, sehe ich gerade. Und dann gibt es noch was auf der Karte. Ja, zum Beispiel den Shop. Da waren wir auch noch nicht. Der ist natürlich hier in der Ecke. Schöner großer Shop. Und hier kommen dann halt so die ganzen Geräte raus, die ihr braucht zum Beispiel. Und zum Beispiel Fahrzeuge öffnen. Da haben wir im Moment nichts. Und schöne Werkstatthalle hingestellt. Hat schon mal. Na, es hat schon mal. Genau. So, jetzt haben wir aber noch ein schönes Feature auf der Karte. Unterhalb der Karte haben die Modder sich was gedacht. Hier ist jetzt zum Beispiel noch eine Verkaufsstelle. Und hier unten, habt ihr eine große Fläche. Die könnt ihr euch auch kaufen. Und da könnt ihr auch zum Beispiel Produktionen hinsetzen. Ihr könnt auch noch ein paar Felder hinstellen. Ihr könnt da halt noch Tiere hinsetzen, wie ihr das haben möchtet. Oder halt auch Bäume hinstellen und die dann abholzen. Das wäre zum Beispiel hier komplett hier unten halb von der Karte. Könnt halt verschiedene Ebenen kaufen. Von knapp 400.000 bis 200.000 gehen die hier. Und die sind auch schon dann moderat. Wie gesagt, das Blaue hier habt ihr am Anfang alles. Wären 7 Felder am Anfang und die BGA. Und ich denke mal schon, dass man da auch schon viel machen kann. Und das ist wiederum aber gesagt eine englische Karte. Also nicht wundern wegen dem Linksverkehr. Weil die halt spielt, die gibt es halt so in echt und spielt halt in England zum Teil. Und ja. Ich würde mir die Karte mal noch ein bisschen angucken hier. Ich hoffe, euch hat die kleine Mod-Vorstellung hier gefallen hier. Gibt jetzt so viel groß nicht zu sagen. Aber die Karte hat schon was auf jeden Fall. Startfahrzeuge habt ihr ja auch schon hier. Ein Pickup. Dann den Masse in den kleinen mit den Geräten hier. Den Fendt 500 mit den Geräten. Den John Deere. Den John Deere Drescher.
und den Landini. Habt ihr alles Mögliche, was ihr halt so braucht? Für die Karte, für die Tiere. Wie ihr das haben möchtet. Ihr könnt auch die Sachen verkaufen und euch eigene Dinger hinstellen. Geht natürlich auch. Aber es ist auf jeden Fall wieder eine schöne Karte. Und da hat man wieder Lust auf mehr. Und wie gesagt, bei dem Kuhstall hier noch dran denken, dass ihr natürlich dieses Mineralfutter braucht, weil sonst fährt der Roboter nicht raus und füttert nicht. Ist ja klar. Und ich denke mal, das war's dann hier von der Karte. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und falls ihr Fragen habt oder so, könnt ihr die gerne in die Kommentare reinschreiben. Und wie gesagt, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ihr Lieben.